Die dänisch-deutsche Produktion Giraffe könnte nicht besser zum Transitfilmfest passen, denn vieles, was in diesen Filmen gezeigt wird, befindet sich auch in einem Zustand der Veränderung, also in einem Zustand des Transits. Menschen kommen und gehen und Erinnerungen entstehen und verblassen wieder und Freundschaften entwickeln sich zu flüchtigen Bekanntschaften und selbst die Umgebung steht ja nicht mehr still, denn auf der Insel Lolland wird gebaut, es wird abgerissen und ummodelliert, damit eine Tunnelverbindung zwischen Dänemark und Deutschland entstehen kann. Giraffe feierte 2019 seine Premiere in Locarno und lief in San Sebastian und hat auf der Biennale den Fipresci-Preis gewonnen. All das ist inzwischen ja nun eine ganze Weile her und seitdem ist wirklich viel passiert in der Welt. Und umso größer ist unser Vergnügen nun, mit der Regisseurin des Filmes, Anna-Sophie Hartmann, sprechen zu können. Vielen Dank, dass du dich zu diesem Q&A bereit erklärt hast. Sehr gerne. Genau, dann komme ich gleich mal zu unserer ersten Frage. Man kann Giraffe als ein Porträt der Insel Lolland bezeichnen, aber gleichzeitig geht es auch um komplexe Beziehungen zwischen Menschen. Es geht um Globalisierung, um Arbeitsmigration, um Vergänglichkeit und um die Suche nach dem Glück. Es werden also viele, viele verschiedene Aspekte gleichzeitig behandelt. Und in einem Interview hast du mal den Begriff vertikales Erzählen verwendet. Könntest du unseren Zuschauern vielleicht kurz sagen, was damit gemeint ist? Vertikales Erzählen. Habe ich das wirklich gesagt? Es klingt super, super intelligent, ob ich das mal gesagt habe. Ich glaube, ich meine, dass so viele Sachen auf einmal stattfindet. Also, dass nicht nur eine Erzählstrang, sondern sozusagen, dass die Sachen sich so in verschiedene Ebenen gleichzeitig stattfindet. Und vielen Dank für diesen Intro und diese sehr schöne Beschreibung, weil ich meine, ich habe das Gefühl, du hast es schon sehr gut beschrieben, worum das so geht in dem Film mit dem, also Transe, die Sachen, die in Bewegung stehen, dass man sich bewegt, sowohl irgendwie diesen Porträt, ich meine, im Grunde genommen hast du das schon alles gesagt, oder sehr schön beschrieben. Und genau, also einfach diese Frage vom vertikalen Erzählen ist dann ist wirklich, dass man sozusagen, es gibt mehreren Geschichten gleichzeitig, die auf mehreren Ebenen stattfinden, wie du auch gerade beschrieben hast. Es gibt so die Umwandlung dort auf dem Insel Lolland, was ja sehr spezifisch ist, ortsspezifisch ist. Und gleichzeitig wird ja auch über Globalisierung dadurch so gesprochen und dadurch erzählt. Es geht auch um persönliche Begegnungen und es geht um Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart, so alles wird dann vermischt und existiert irgendwie gleichzeitig in dem Film. Das ist zumindest auch der Versuch. Giraffe ist kein wertender Film. Also wertender. Der Film ist relativ neutral und drückt den Zuschauenden auch keine wirkliche Sichtweise oder keine wirkliche Meinung auf. Also er verdeutlicht zum Beispiel die Geschehnisse der Globalisierung oder die Problematik der Globalisierung, aber er verurteilt sie eben nicht. Und ist es dir leicht gefallen, diese Balance zu halten und wie bewertest du selbst die Geschehnisse um dieses Tunnelprojekt selbst? Ich würde ja eigentlich widersprechen, dass der Film nicht, oder beziehungsweise vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen wertend und eine Haltung oder eine Perspektive, weil der Film nimmt ja meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Perspektive und eine Haltung ein dazu. Gleichzeitig ist auch eine, wie soll ich das sagen, es wird kein einfachen guten Böse aufgezeichnet. Ich glaube, das war mir wichtig. Es gibt nicht der Böse und die Guten, die Bösen und die Guten, es gibt eine Komplexität und ich glaube, das zu verstehen oder das zu beobachten erstmal und zu sehen, welche Auswirkungen, also zum Beispiel also die Globalisierung, die in diesem Tunnelprojekt, was ja so ein massives Projekt ist, welche Auswirkungen dieses Projekt auf Leute, die sozusagen in so Orten leben, wo sie in Ruhe gelebt haben seit sehr langem. Und ich fand es halt faszinierend, dass genau diesen Ort, wo ich ja herkomme,
dass das vorhanden ist. Ich bin mir sicher, man kann es, also man könnte es bestimmt überall irgendwie finden oder sehr, in sehr vielen Orten in Europa finden. Dieses Projekt, was ja wirklich das größte europäische Bauprojekt werden wird, drückt es einfach extrem gut aus mit diesen Globalisierungen. Ich finde schon, dass die Globalisierung auch sozusagen was in der EU, das gibt Vorteile und Nachteile. Es gibt gute Seiten und weniger schöne Seiten. Also es ist ja total toll, dass die Grenzen offen sind, dass man überall arbeiten kann. Es hat aber auch seine Konsequenzen und seinen Preis. Also dass Leute aus Polen, natürlich gehen sie nach Dänemark oder in den Norden oder nach Deutschland, um besser zu verdienen, weil sie das können. Nur der Preis dafür ist, das Zuhause und die Heimat und die Familie zu verlassen. Und ich glaube, ich versuche sozusagen diesen Seiten, ich finde schon, das ist eine, diese verschiedenen Seiten auf die zu fokussieren und auch zu sagen, was passiert mit uns als Menschen, was passiert mit uns in unserer Beziehung, wenn wir so entwurzelt und wenn wir so die Verbindung zu da, wo wir herkommen, so verlieren. Und es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber was eher sozusagen, was passiert oder was ist das für eine, welche Verbindungen verschwinden? Welche neue Verbindungen können auch entstehen und wo ist sozusagen der Sinn oder wo kriege ich dann irgendwie das Leben zu spüren oder wo finde ich Liebe und Zugehörigkeit in Zeiten, wo es alles sehr schnell und halt im Transit oder sehr schnell sich wandelt. Ja. Punkt. Die Struktur des Filmes ist ziemlich leicht und träumerisch, wirkt dennoch ziemlich persönlich und authentisch. Und sowohl die Liebesgeschichte zwischen der Ethnologin Dara und dem polnischen Gastarbeiter Lucek, als auch die Probleme der Arbeitsmigration und der Entwurzelung sind subtil und komplex gehalten. In unseren Teamgesprächen nach der Sichtung des Filmes wurden öfter mal Vergleiche mit Berliner Schule-Regisseurinnen, wie beispielsweise Angela Schanelek oder Valeska Griesebach genannt, deren Filme wir auch immer wieder in unserem Programm haben. Und würdest du deine Art und Weise zu erzählen ähnlich einstufen oder kannst du mit solchen Vergleichen gar nichts anfangen? ich komme ja auch von der Berliner Filmschule, also wo A, Schanelek studiert hat und B, wo Valeska Griesebach Dozentin war. Also es ist auf jeden Fall eine große Einfluss und auch eine, ich bin großer Fan von deren Filmen, also ich finde eher den Vergleich sehr schmeichelnd. Die Mischung aus den polnischen Gastarbeitern, den BewohnerInnen und der Ethnologin Dara und allgemein der Baustelle bzw. der Insel an sich wirkt wie ein Mikrokosmos, der im Film sozusagen mit einer Lupe beleuchtet wird. Und vor allem sticht dabei die Kommunikation und das Verhalten der auftretenden Personen untereinander und gegenüber ihrer neuen Umgebung heraus. Und du selbst hast im Film viel mit LaiendarstellerInnen gearbeitet und das Tunnelprojekt an sich ist ja auch real. Haben wir uns die Frage gestellt, ob sich all diese zwischenmenschlichen Faktoren auch im Set wiedergespiegelt haben. Das musst du nochmal erläutern. Was meinst du mit, ob die sich am Set wiedergespiegelt haben? Also beispielsweise, da du ja mit LaiendarstellerInnen gearbeitet hast, gab es natürlich viele aus der Umgebung, also von der Insel Lolland selbst, aber auch viele, also die polnischen Gastarbeiter. Genau, wie war einfach die Atmosphäre am Set? Die Atmosphäre am Set war sehr schön. also vielleicht ist es einfach so ein bisschen auf deine vielleicht kann ich das illustrieren, wie wir gearbeitet haben oder wie wir als Team gearbeitet haben, weil es, wie du gesagt hast, es gibt extrem viele Laiendarstellerinnen und die Polen sind ja auch Laiendarstellern und sie wohnen auch dort, also sie sind sozusagen auch Inselbewohner. Die einzigen tatsächlichen Schauspielerinnen sind also die Schauspielerin von Dara, Lucek und Käthe, also Lisa Lowin, Jakub Gierschau und Maren Eckert. Und diese Arbeit mit den Laiendarstellerinnen war sozusagen
also hat, das war sehr viel mit dem Kennenlernen und sehr viel im Vorfeld mit denen, also den, einfach den kennenzulernen und auch so langsam auch mit dem Team. Und für mich persönlich, ich weiß auch für, zum Beispiel für die Kamerafrau Jenny Luziegel, es war unfassbar, oder auch die, ich hatte zwei, eine Assistentin, die Polnisch konnte. Und ich meine, es war unfassbar, diesen Leute kennenzulernen. Also für mich, das ist ein großer Teil vom, was ich so mitnehme und was auch Spaß macht an dem Film, ist wirklich in die Welt rauszugehen und Leute zu begegnen. Und viele auch, also von deren Geschichten fließt ja dann auch mit dem Film. Also zum Beispiel die Geschichte von den Polen, dass sie nicht bezahlt wurden, ist es ihre Geschichte. Das ist zwar passiert vor 10 Jahren, aber das ist sozusagen Teil ihrer Geschichte. Und dass sie alle ja auch wahnsinnig großzügig mit ihren Geschichten sozusagen uns gegeben haben. Ja? Also das ist so. Und mein Interesse daran ist natürlich, dass ich, wie du am Anfang sagst, dass der Film ist auch als ein Porträt von Lollern zu sehen. Das heißt, diesen Leuten auch Raum und Bild, ein Bild zu geben. Und das heißt auch, wie sie sprechen. Also in Dänisch ist ein sehr besonderer Dialekt, was die Bauern so sprechen. Aber auch zu sagen, die Polen sind auch Lolländer. Also die, wir sind alle Lolländer. Aber das ist so, sie sprechen zwar kein Dänisch, aber sie gehören ja zu diesem Ort und gehören dahin. Und das ist auch was, vielleicht nicht so unbedingt immer sichtbar oder so, einfach nicht immer so sichtbar ist. Und das heißt, am Set war es war wahnsinnig. Also mit den Polen haben wir dann öfters gedreht und hatten auch, also die waren auch mit zu unserem, man hat ja immer so ein Bergfest an der Mitte des Drehs und da hatten wir auch sozusagen, Leute sind dann auch, die Polen sind mit zum Bergfest. Wir haben sehr tollen polnische so, ich weiß nicht, man nennt es so wie Deutschland-Pop, aber so Schlager, polnische Schlager. Und ich meine, die sind auch alle zu unserem Abschlussfeier dabei. Also es war sehr, weiß nicht, freundschaftlich alles. Okay, danke schön. Und in Giraffe geht es viel um Zugehörigkeit, um Veränderung und um Erinnerung. Mhm. Und selbst, wie du schon gesagt hast, auf Lolland geboren und bist vor vielen Jahren nach Berlin gezogen. Mhm. Hast du eigene Erfahrungen gemacht, die dich zu diesen Themenkomplexen inspiriert haben? Ich bin ja selber Immigrantin, bin auch ins Nachbarland und bin auch so immer wieder hin und her gerissen zwischen Dänemark, Deutschland, bin hier seit 15 Jahren in Berlin, Berlinerin, habe aber meine Filme in Dänemark gemacht und das auch was mit der Sprache, also ich lebe ja auch sozusagen, ich lebe so eine Nicht-Zuhause und trotzdem ist das hier mein Zuhause. Ich bin 15 Jahre hier jetzt. Und ich bin, was sage ich, ich bin eine dänische Berlinerin oder ich, also deswegen, das hat was sehr Persönliches und dann auch was bedeutet Zuhause, was bedeutet Zugehörigkeit, das ist so Themen, das mit dem ich vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, da den Film zu machen oder das Buch zu schreiben, was mich sehr beschäftigt hat. Und dann bin ich natürlich einfach auch eine Bürgerin in der Welt und interessiere mich für die Welt und für die politische Welt und glaube, ich schaue immer sozusagen oder auch mit dem nächsten Projekt schaue, wo sind sozusagen die Verbindungen oder wie bringe ich sozusagen die Welt auch in den Filmen rein, also weil wir Menschen in der Welt sind und auch politische Menschen und politisch handelnde Menschen und so weiter und versuche das irgendwie zu vereinbaren oder so zusammenzuschmelzen in den Filmen und in den Filmen. Okay. Und dann noch die letzte und die obligatorische Frage. Wieso Giraffe? genau, die kommt ja vor ganz am Anfang des Filmes und die kommt auch, die ist auch eine Lolland-Bewohnerin oder ein Weibchen. Die gehört auch in diesen als Porträt diesen Insel, weil es gibt so einen Safari-Park in der Nordseite des Insels.
Und dann, wenn man so hinschaut und vielleicht sieht, dann steht diese Giraffe natürlich nicht auf dem afrikanischen Savanne, sondern vor einem Nadelwald. Und für mich klingt das sozusagen das Thema an von Entwurzelung und Zugehörigkeit und ob es, also Porträt, Portratur, also in dem Bild selber ist ja so ein Porträt. Und auch Observanz, also jemand, der schaut und wir schauen und da wird aber auch zurückgeschaut. Also so eine, was für eine, dass man jemand auf Augenhöhe begegnet. Was mit einer Giraffe ein bisschen schwierig ist. Aber, und dann ist natürlich dieses fremde Tier hat auch ein bisschen mit der, für mich mit der Hauptfigur zu tun, dass sie auch wie so ein fremdes Tier da reist oder sich rumbewegt. Okay. Ja. Ja. Genau, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich im Namen unseres Filmfests bei dir und wünsche dir noch alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Friederike.